Das ist mein Super Bowl Super Snack für euch. Ein Hotdog zum Teilen, ganz genau. Denn da ist auch ordentlich was drauf. Für die Kauleiste natürlich. Ja, und wie der gemacht wird, dranbleiben. Das haben wir übrigens in den letzten Jahren gemacht. Bowls, Stadien, was auch immer. Ich werde eine Playlist unten verlinken für euch. Ganz genau, Freunde. Viel Spaß mit der Grillshow. Zünden wir erstmal die Klappos an. Erstmal hier den einen. Und einen zweiten brauchen wir für diese Folge auch noch dazu. Aber in Zwischenzeit, ne? Freunde, auf dem Klapper haben wir noch eine Folge gedreht. Kennt ihr noch von der letzten? Oh, das ist Nacht, wie bei Castlevania, Freunde. Nighttime. Lasst uns das Gitter zünden. Oh ja, erstmal das Söschen fürs Höschen. Milch rein, aber was für eine Zutat wird jetzt kommen? Seid gespannt. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Oh, Bacon erstmal einfach draufwerfen, Freunde, das macht am meisten Spaß. Dann kann man sich ja immer noch irgend so ein Streifchen ziehen, wenn die ein bisschen zusammenkleben. Meine Güte, links machen wir das Söschen fürs Höschen. Cheddar rein in die Milch da, ne? Genaue Angaben hier. Es war Kondensmilch, ne? Ja, da schmilzt der Cheddar am besten. So, und jetzt hier grüne Chilis hinterherlunsen. Und nebenan muss man natürlich mal ab und zu den Bacon wenden, Freunde. Das soll ein Söschen fürs Höschen werden der Spitzenklasse. Da kommt noch Mais rein. Ja, Freunde, probiert's mal aus, eine Käse-Mais-Soße. Ja, ganz genau. Mit roten Bohnen. Genau, Bohnen und Mais in die Käsesoße, das gibt Power auf dem Füller. So, Bacon abtropfen und jetzt guckt euch mal das Söschen hier an. Ist das geil geworden oder nicht? Wer will denn ein bisschen Mais, Käse und Bohnen auf seinem und Chilis natürlich auch auf seinem Brötchen haben? Ich, Freunde. So, grillen wir mal erstmal so ein Würstchen an hier. Frischomat 3000 hier. So sieht's aus. Wir rollen ihn nochmal in alle Richtungen. Jetzt können die rübergehen. Hier sind frische Bratwürstchen gewesen. Die schneide ich irgendwie so ein bisschen ein hier. So, ihr seht's, wie der Saft rauskommt. Zack, die muss man ein bisschen einritzen hier. So, ein bisschen quer. Dann kann man die so ein bisschen umdrehen. Ey, bleib mal ganz, mein Freund. So. Und jetzt auf der Plansche noch mal andrücken hier. So, von oben drauf ballern hier. Machen wir die Dinger ein bisschen platter, als sie sind. So, ein neuer Trick hier. Ihr lernt nur noch Tricks, Onkel Johnny. Einschneiden. Hier noch mal querschneiden. Immer so Längsschnitte machen. So, und dann im eigenen Saft gleich umdrehen, plattdrücken und brutzeln. Noch mal hier so. Ja, kommt schon hier. Ja, genau. Aber nicht ganz durchschneiden, ist ja der große Trick. Jetzt können wir es umdrehen. Plattenseite. Kann man den draufdrücken hier. Dann wird das Ding ein platter. Oh ja, so wie links da. Oh. Freunde, der Trick ist mehr Röstaromen. Hier habe ich so ein Maisbrötchen selbst hier backen. Ne? Aber wie ihr seht, das brödelt auch so ein bisschen auseinander. Muss ich mir auch mal ein bisschen dran arbeiten. Da sammle ich das Fett noch mal ein bisschen ein hier von der Wurst. Na, wenn noch was da ist, ansonsten den Buttermaster nehmen. Ja, hier, ihr seht das schon. Zack, nehmen. Ja, der kann auch mal runter hier gleich. So, zack. So, den drehen wir nochmal um hier. Ihr seht schon, ein bisschen geschreddert von innen. Jetzt kann man Barbecue-Soße oben drauf ballern. Ja, so eine zerfetzte Wurst, aber nicht durchzerfetzt, Freunde. Denn diese Fläche bietet uns schmackhaften Spaß. Zum Beispiel jetzt eine ordentliche Ladung Käse vielleicht gleich drüber. Aber noch nicht, Freunde, wir sind noch nicht so weit. Erstmal so ein bisschen schmoren, die Barbecue-Soße suppt rein. Perfekt, unten ist kross. Oben natürlich auch. Ihr habt eine Wurst mit dem Maximum an Röstaromen. Hey, bleibt mal ganz, mein Freund. So, Käse runternehmen hier, ja. Da legen wir mal los, den Smash-Dog zu bauen. Selbstgebackenes Bun, ja, Freunde. Das
hält noch ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Ich packe erstmal hier auf. So aus Maismehl hier gelunzt. Na, dann bauen wir Super Bowl gefährt mal zusammen. Natürlich Bacon nehmen. Zack, hier. Parat legen. Umklappen kann man das Ding eh nicht mehr. Die gesmashten Würstchen drauf. Ja. Zack, hinten geht auch nochmal eine. Die kleben wir hier zusammen. Na, bei dem Anblick werde ich ja richtig Spitzpaprika oben drauf legen. Ganz genau. So, da passt noch eine Tomate oben drüber. Aber ihr seht auch selber, ohne Käse läuft hier nichts. Boah, jetzt kommt der Pornofilm für euch. Boah. Oh ja. Ganz genau, Freunde, das ist genau mein Ding. Naja, so ist es halt. Ein bisschen Fetisch muss man ja haben. Oh ja, Baby. Still auf Maximum. Ein Shot für mich. Röstzwiebeln. Ganz genau. Das Shotglas hat mir das volle Programm gelunzt. Und jetzt steckt man da einfach hoch, kann ein paar Chips rein. Ja. Die Nachos, ne? Nacho Libre, ne? Der wird das Ding jetzt verputzen. Verdammt nochmal, wie soll man das essen? Kann man's schneiden, kann man's greifen. Aber vorher nochmal ein kleines Gewürz-Mexiko-Experiment drüber. Kleine Geschmacksexplosion für den letzten Gaumen. Hinterm Kiefer. Tada! Smashed Mexican Dog. So sieht er aus. Schmeckt verdammt geil. Kann ich euch schon mal vorwarnen. Ist auf jeden Fall, sieht aus wie ein Segelschiff. Columbus hat damit Amerika entdeckt und auch Mexiko. Santa Maria 3000! Oh, hier schneide ich einfach mal vorher. In der Hoffnung, dass ich mit anderen Stückchen greifen kann. Oh, das hätte ich ja nicht erwartet, so ein Ding. Scheint zu funktionieren. Oh, wie ein dickes Baguette. Muss man halt quasi so essen, man saut sich ein bisschen ein. Da ist mir ein bisschen Grünzeug runtergefallen. Komm zu Daddy. Ja, ich will gegessen werden. Na, komm her. Das ist ein Schmaus, Leute. Man kann doch prima essen, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schärfe Käse. Einfach geil. So. Der Smash Dog. Also könnt ihr auf einer Feuerplatte oder Plansche eine geile Rundum-Braunwurst kriegen. Ne? Die meisten machen die einfach mal so im Ganzen. Aber so klappt das richtig gut. Boah, ist geil. Richtig. Das ist ein mega Ding. Ich muss noch mal reinbeißen, Freunde, für euch. Ein richtiges Mexican Monster, ne? Einfach geil. Ballert's nach, Freunde. Boah, das Gefährt. Freunde, müsst ihr euch geben. Boys and Girls, wie hat euch diese kleine Inspiration für das Footballspiel den Super Bowl gefallen? Lasst den Daumen nach oben brennen, Abonnation nicht verpassen und ich empfehle euch, lunzt es euch rein und ballert's nach. Boys and Girls. Bis bald.